Hallo in die Runde, willkommen zu einer weiteren kleinen Skat-Analyse. Heute wollen wir uns einmal beschäftigen mit folgender Frage von Lasse. Hallo Daniel, könntest du vielleicht mal ein Video zum Spiel Ein alter Hut aus dem Strategietrainer machen? Was ändert sich durch Pik im ersten Stich im Gegensatz zum Aufspiel eines Buben? Warum wimmelt Hinterhand im ersten Fall die Herz 10 und im zweiten Fall das Kreuz Ass? Ja, das schauen wir uns jetzt mal an. Ich habe auch die Verteilung hier schon mal hingelegt. Die Geschichte geht etwa wie folgt. Du sitzt in Vorhand und schaust in dieses Riesenblatt. Zwei Buben, eine geschlossene Flotte Pik, fünfmal von oben, Herz Ass und zwei blanke Zehner, die du natürlich zu drücken planst. Logisch, dass du hier einen Rang spielen willst und reizen wirst. Mittelhand bietet noch 18 und steigt dann aus. Hinterhand reizt sogar bis 59, was für dich ja kein Problem ist, was allerdings schon mal so ein Anhaltspunkt sein sollte, dass die Restkarten relativ ungleichmäßig auf die Hände verteilt sind. Sonst kann es wohl kaum sein, dass hier sogar zwei Mitspieler noch ein Gebot haben. So, du schaust nun bei 59 in den Skat und findest dort den Pik Buben. Das ist im ersten Moment ja mal ein Grund zur Freude, denn anstatt maximal 4 Stiche wirst du jetzt bei diesem Gang höchstens noch 2 Stiche abgeben. Du kannst auch ganz locker die beiden Zehner drücken. Solltest du auch, alles andere wäre Wahnsinn. Die kleine Kehrseite der Medaille am Pik Buben ist, dass du das Spiel jetzt natürlich aufgrund der 59er Reizung Schneider spielen musst. Und da ist eben jetzt die Frage, wie kannst du das Spiel vortragen oder kannst du es so vortragen, dass es 100%ig sicher Schneider wird, egal wie ungünstig die Restverteilung bei den Gegnern ist und egal wie pfiffig die Gegenspieler spielen. Um das jetzt hier einfach schon mal noch ein bisschen deutlicher zu machen, drehe ich jetzt mal eine mögliche Restverteilung um. Das ist auch die, wie sie im Strategietrainer dann sitzt. Da hat nämlich der Spieler hier, der in Mittelhand Karo reizt, 6-mal Karo und den Kreuz Buben. Das sind seine 18. Und der Spieler in Hinterhand, der den Nullüber Hand reizt, hat auch einen Nullüber Hand, logischerweise. Der besteht hier aus allen 5 Herzen. Die fehlen den 4 Kreuzen und der Pik 7. Und wenn du jetzt eben da nicht so richtig drüber nachdenkst und ich sag mal so, treu doof ein bisschen, ne? Wie das so üblich ist, beim Skat, beim Grang erstmal Trumpf ziehen, ich spiele einen Buben aus, ob das jetzt der Pikbube ist oder meinetwegen auch mal der Herzbube, nach dem Motto Bluff, ich verrate noch nicht, dass ich Schneider spielen muss. Der hier nimmt den Kreuzbuben und an dem Kreuzbuben ist ja nun auch schon zu erkennen, dass du den Pikbuben führen musst, dass das also Schneider gespielt werden musste. Und dann kann der Spieler hier vielleicht schon auf die Idee kommen, dass seine Herz 10, weil sie so lang ist, eben die entscheidende Karte sein kann, um nochmal zwei volle einzusammeln und er wimmelt das Kreuz Ass. Bup, 15 Augen. Und jetzt muss dieser Spieler hier nur auf die Idee kommen, dass sein einziger Voller, das Karo Ass, dass er das gerne auf Herz unterbringen möchte, die er gar nicht in der Hand hat. Dass er, wenn er Kreuz spielt, wo jetzt schon das Ass weg ist und dann da höchstens 14 Augen liegen, dass die 10 gedrückt ist, weiß er ja nicht, ein günstiger Abwurf ermöglicht. Also spielt er einfach Pik, eine Farbe, mit der er nichts verkehrt machen kann. Und er kann es ja an seinem Blatt erkennen, dass du lang Pik und oder Herz haben musst. Das heißt, mit dem Einspiel in Pik kann er mutmaßlich wenig verkehrt machen. Du kommst jetzt hier wieder ans Spiel, egal ob du mit der 9, dem Ass oder irgendwie rausnimmst. Und musst jetzt im Spielverlauf eben früher oder später, wahrscheinlich eher früher, mit der Herz 8 antreten, in der Hoffnung, dass beide Spieler noch bedienen müssen. Je länger du das rauszögerst, desto höher ist die Chance, dass dann auch sogar Herz noch abgeworfen wird. Verbergen, verheimlichen kannst du die Herzlusche sowieso nicht. Spätestens im 10. Stich musst du damit kommen. Und wenn du eben jetzt hier diese Herzlusche spielst, fällt zu deinem Schrecken Karo Ass, Herz 10 und die anderen haben nur ihre 2 Stiche bekommen, sind aber leider doch aus dem Schneider und damit hast du gerade ein Riesenspiel verloren. So, was ändert sich, wenn du eben nicht den Buben spielst, wie ich das hier eben vorgeschlagen habe, sondern stattdessen eben oder mit Pik anfängst, beziehungsweise warum musst du mit Pik anfangen, um das Spiel zu gewinnen? Wieso ist da die Chance? Wo ist die Chance? Die Chance, die sich hier ergibt, ist folgende, dass die Gegner, wie wir hier sehen, nur über insgesamt 3 volle verfügen. Und wenn sie in
aus dem Schneider kommen wollen, dann müssen Sie in diesen beiden Stichen auch alle drei Fohlen unterbringen. Wenn Sie eben nur, denn du gibst nur ja, zwei Augen ab, ein anderer Stich ist noch der Kreuzbube, also wenn Sie da nur 15 und 14 oder 2x 15 bekommen, dann sind Sie eben nur bei 30. Das heißt, Sie müssen zwingend drei Volle bekommen. Und das gilt es für dich eben zu verhindern, dass Sie das schaffen. Und deswegen solltest du mit Pik anfangen und natürlich auf keinen Fall mit einem der beiden Vollen. Dann kann es auch wieder sein, dass der Kreuzbube, wenn die Verteilung hier ein bisschen anders ist, wenn hier eben die Pik 7 rübergeht und hier der Kreuzbube sitzt zum Beispiel, dass hier dann dieser Volle abgestochen wird und es den anderen dann, wenn du in Mittelhand kommst, wieder gelingen könnte, nicht mit dieser Verteilung, aber mit einer denkbaren anderen Verteilung, aus dem Schneider zu kommen. Du solltest also mit Pik, König, Dame oder 9 starten, sagen wir jetzt hier mal mit der Dame, und der Clou dabei ist, dass du dieses Einspiel in Pik entfernst. Du verhinderst damit, dass die Spieler später im Spielverlauf dich in Pik wieder einspielen können. Das ist eigentlich das Einzige, worum es hierbei geht. Und sollte jetzt die Karte etwas anders verteilt sein, solltest du eben hier nur einen Pik bekommen und der andere Spieler hat keinen Pik, dann müsstest du eben danach auch noch mit dem König oder der 9 den zweiten möglichen Einschub eliminieren. Und wenn du das dann getan hast, dann wiederum kannst du ganz bedenkenlos den Buben spielen. Gerne auch den Pik-Buben, du hast hier gar nichts zu verbergen, du kannst das so ganz offen und selbstbewusst spielen, denn Schneider ist für die Gegner nicht zu verhindern. Es fällt meinetwegen wieder Kreuzbube. Und ja, jetzt war noch deine zweite Frage, Lasse. Warum wimmelt der Computergegner in der Skat-App jetzt die Herz 10? Gut, das liegt eben daran, dass er erkannt hat, dass das Spiel sowieso nicht zu gewinnen ist. Er könnte jetzt auch genauso gut Kreuz Ass wimmeln wie vorher. Dann sind es 15. Weil jetzt aber eben die Möglichkeit fehlt, hier diesen Einschub hinzubekommen, können die Gegner jetzt maximal noch sowas bekommen wie Karo König, Herz 10, dann kannst du entweder abschmeißen, Schneider, oder stechen, Schneider, und wenn er Karo Ass spielt etwa und hier nicht die Herz 10 reingewimmelt wird, dann kannst du auch wieder abschmeißen, und wenn die Herz 10 reingeht, dann müsstest du natürlich stechen, auf jeden Fall kannst du den Schneider erzwingen. Und das ist hier im Prinzip das Motiv, es geht um die nicht genug, das es geht darum, dass bei den Gegnern nur drei Volle sind und dass du durch diese geschützte Herz-Lusche, die ist durch das Ass geschützt, da kannst du immer erzwingen, dass du einen Vollen bekommst, dass sie dir einen Vollen anbieten müssen. Und das Ganze geht allerdings nur, wenn du eben verhinderst, dass du selber mit dieser Schwäche Herz antreten musst und deswegen vorher den Einschub in Pik eliminieren. Das sind so verschiedene Motive, die sich hier in dieser Übung mischen. Erstmal eben die Erkenntnis, es geht um die Anzahl Vollen. Dann haben wir hier einmal die geschützte Lusche, auf die die Gegner nicht ohne weiteres zwei Volle abziehen können. Sie müssen erstmal selber eben antreten und je nachdem, ob dann da ein Voller liegt oder nicht, kannst du rausnehmen oder abschmeißen. Dieses Motiv haben wir übrigens auch in meinem Video Nummer 19. Das ist zwar schon ein bisschen her, aber da gibt es eine ganz ähnliche Situation mit einer anderen Verteilung. Das verlinke ich jetzt hier nochmal, könnt ihr euch auch nochmal anschauen. Und es gibt weitere Verteilungen, in denen dieses Motiv eine Rolle spielt. Eine gebe ich euch jetzt nochmal als kleine Denkhausaufgabe mit auf den Weg. Das wird ja immer besser, denn zum Abschluss verwöhne ich euch jetzt nochmal richtig mit einem Skat-Spieler-Traum. Drei Buben in Vorhand, mindestens mit dem Kreuzbuben, in dem Fall mal mit rein sogar. Ass 10, Ass 10 Lusche und Ass Lusche, das ist natürlich ein Keulengranghand. Da läuft mir richtig das Wasser im Mund zusammen, wenn ich die Karte sehe, den will ich am liebsten gleich vortragen. Die Frage hier ist, könnt ihr bei diesem Granghand den Schneider ansagen? Ich meine, klar, könnt ihr den ansagen, aber wenn ihr das tut, könnt ihr auch erzwingen, dass das Spiel sicher Schneider wird? Falls ja, wie müsstet ihr das Blatt dann vortragen? Das ist die kleine Hausaufgabe, die ich euch jetzt mit auf den Weg gebe. Wünsche euch dann noch einen hervorragenden, herrlichen Resttag, ein schönes Wochenende. Wir sehen uns bald und bis dahin, wie immer, gut Blatt.